Welttierschutztag, das ist der 4. Oktober. Es ist deshalb der 4. Oktober, weil es der Gedenktag des heiligen Franziskus von Assisi ist. Dieser Heilige aus Italien hatte besonders eine Nähe zu den Tieren gelebt und er hat die Tiere auch beschützt. Warum hat er das getan? Ich weiß einen der wichtigsten Gründe dafür. Franziskus hat einen mächtigen Beschützer erlebt. Er hat das erfahren, was in einem Psalm besungen wird. In deinen Händen liegt mein Leben. Du gibst mir Sicherheit, o Herr. Franziskus hat einen liebevollen und beschützenden Gott erlebt. Und er hat diesen Gott nicht irgendwo zuerst in den Wiesen und Wäldern gefunden, sondern in der Begegnung mit Jesus Christus. Deshalb hat Franziskus auch sehr oft gebetet zu Jesus und er hat ihm Loblieder gesungen. Sogar als er im Sterben lag, hat er Jesus Loblieder gesungen. Ich bitte Jesus, dass auch ich mit Tieren gut umgehen kann und mit allen Geschöpfen. Gerade weil ich erlebe, du Herr hältst mein Leben in deinen Händen. Bei dir finde ich Sicherheit.